Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute sehen Sie die 8. Folge unseres 16-teiligen englischen Fernsehkrimis Die zwei Cousinen. Zunächst eine kurze Übersicht über den Handlungsablauf der bisher gesendeten 7 Folgen. Auf dem Landsitz North Coslestone Hall von Lord und Lady Haskes Fortescue befinden sich außer dem jüngsten Sohn Meredith auch die zwei Cousinen Priscilla und Gwyneth Molesworth aus den benachbarten Ortschaften Nether Adelsorb und Middle Fritham. Ferner ein Onkel von Lady Haskes Fortescue, der 79-jährige Jasper Featherston, dessen Besitz Rompton Castle zurzeit an einen Vetter von Priscilla und Gwyneth Molesworth, Lord Molesworth Hutton, vermietet ist. Gwyneth Molesworth hatte für Lord Haskes Fortescue in Nether Adelsorb einen Schlips besorgt, ihn jedoch in Thrompton Castle bei Lord Molesworth Hutton liegen lassen. Lady Haskes Fortescue verdächtigt Priscilla Molesworth, das letzte Wochenende mit ihrem Gatten in Middle Fritham verbracht zu haben. Gleichzeitig jedoch findet Meredith Haskes Fortescue auf einer Kutschfahrt mit Jasper Featherston von Middle Fritham nach North Coslestone Hall in Thrompton Castle den Slip aus Nether Adelsorb. Nach einer dramatischen Auseinandersetzung zwischen Lady Haskes Fortescue und Priscilla Molesworth in North Coslestone Hall eilt Gwyneth Molesworth nach dem 2 Meilen entfernten South Sothby, um dort ihre Tanten Emily Hollingworth und Lucinda Sotheby's aufzusuchen. Diese sind jedoch nach North Thurston zu ihrem Schwager Thomas Satcham unterwegs, der als Gärtner für Lord Molesworth Hutton in Thrompton Castle arbeitet. Gwyneth Molesworth entschließt sich, nach North Coslestone Hall zurückzukehren, aber nicht über Middle Adelsorb, sondern über North Thurston, Thrompton Castle, Middle Fritham und Nether Adelsorb. Dort trifft sie Priscilla Molesworth, die mit Lord Molesworth Hutton noch nachts von Soddle Novel Cosel